Jetzt ist mal soweit, wir widmen uns einem richtig traditionellen Rezept. Und zwar gibt es heute bei uns Königsberger Klopse, und zwar aus dem Dutch Oven, so wie es für uns Outdoor-Cooker und Griller natürlich sein muss. Welche Zutaten du dafür brauchst, erzähle ich dir gleich. Denn wir haben auch in diesem Video wieder ein richtig schönes Gewinnspiel für dich. Und zwar gehst du nach unserem Video auf unseren Instagram-Kanal, der ist hier unten nochmal verlinkt, und dann schaust du dir unsere Story an. Denn ab dem Zeitpunkt, wo das Video online geht, geht auch unsere Instagram-Story online. Und zwar siehst du dort ein Bild eines Einkaufswagens. Und du hast dann die Chance, dir zu überlegen, wie hoch der Wert von den Artikeln in einem Einkaufswagen ist. Dann gehst du zurück zu diesem Video, zu dem Hauptvideo, und postest drunter, was du denkst, was der Einkauf gekostet hat. Und nach 24 Stunden lösen wir das Ganze nochmal auf. Wir zeigen dann nochmal ein Foto, was der Einkaufswagen dann wirklich wert war. Und der, der am nächsten dran ist, kriegt diesen Wert vom Einkaufswagen von uns erstattet. Also vom Inhalt des Einkaufswagens, nicht vom Einkaufswagen selber. Okay, so einfach ist es. Du brauchst PayPal und du brauchst Instagram und YouTube, versteht sich von selber. So einfach ist es. Und jetzt sage ich dir natürlich noch, was du für Königsberger Klopse an Zutaten brauchst. Wir fangen hier hinten an. Hier hinten haben wir Hackfleisch, 800 Gramm. Dann brauchen wir eine klein geschnittene rote Zwiebel. Dann brauchen wir hier vorne Salz, ein bisschen Knoblauchgranulat, Butter. Dann haben wir hier hinten Senf, Kapern, Mehl, ein Ei, Lorbeerblätter zwei Stück, ein bisschen Kümmel, auch wenn ich jetzt kein Kümmel mag, aber da muss Kümmel mit auf jeden Fall mit ran, und ein bisschen Zitrone, ein Schneebesen, ganz wichtig. Und hier hinten kocht schon unser Wasser gerade auf im Dutch Oven, weil die Königsberger Klopse werden als erstes gekocht. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind Semmelbrösel, weil die standen jetzt so da vorne, hätte ich jetzt fast vergessen. Also du brauchst noch ein paar Semmelbrösel oder ein altbackenes Brötchen, Semmel oder wie auch immer, völlig, völlig egal. Wir machen jetzt als allererstes unsere Königsberger Klopse. Und zwar nehmen wir dafür unser Hackfleisch. Und in das Hackfleisch kommt unsere Zwiebel einmal komplett rein. Also eine klein geschnittene rote Zwiebel. Dann brauchen wir ein kleines Löffelchen. Und dann haben wir jetzt hier 2 Esslöffel Senf. Die kommen auch noch mit dazu. Dann schlagen wir dazu unser Ei auf. Und dann kommen ein paar Semmelbrösel mit rein. Und jetzt werden wir dann alles ordentlich durchmischen. Und wie kennst du es? Endlich ist es wieder soweit. Es kommt jetzt ein bisschen Hackliebe. Und was noch reinkommt, ist Kümmel. Ich habe es vergessen. Also eigentlich habe ich es nicht vergessen. Ich habe gehofft, es fällt niemandem auf. Manuel hat gesagt, was ist mit dem Kümmel? Okay, der kommt mit rein. Also Kümmel eigentlich ist wichtig. Kommt mit rein, knetet man nochmal unter. Okay, und jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir unsere Königsberger Klopse, also unsere Klopse, machen. Und zwar nimmst du dir einfach einen Löffel. So mag ich eigentlich mal die Größe ganz schön. Einfach einen Löffel abstechen und dann wirklich zu einem Klops formen. Das heißt einfach rund machen, schön drehen, dass er nicht mehr auseinanderfällt. Und so mag ich meine Königsberger Klopse am liebsten. Wenn du deine anders machst, schreib's doch mal unten in die Kommentare. Größer, kleiner, platt, rund, wie auch immer. Und so machen wir jetzt aus der ganzen Hackmasse, machen wir hier unsere Klopse. Okay, der letzte, da ist er. Bisschen kleiner, nicht viel. Aber jetzt sind wir fertig. Wie viel sind es denn geworden? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Unser Wasser kocht. Und jetzt werden wir ins Wasser noch ein kleines bisschen Salz machen. Nicht zu viel, nur ein bisschen. Weil wir machen ja nachher unsere Soße noch. Und wenn wir dann zu viel Salz drin haben, dann wird es einfach zu salzig. Und das wollen wir nicht. Und jetzt dürfen unsere Klopse einmal ins heiße Wasser baden gehen. Und zwar werden wir die jetzt hier ganz vorsichtig reintun. Und wenn sie nachher nach oben steigen, dann sind sie fertig und dann können wir sie rausnehmen. So, von drin noch hier kleine Kelle mit Löcher geholt. Und jetzt haben wir einen Einsatz verpasst, weil die ganzen Klopse sind alle schon nach oben gekommen. Guckt es an. Alle schwimmen jetzt hier oben. Das ging hintereinander. Rup, rup, rup. Da kam einer. Hast gesehen. So muss es sein. Also, wenn sie nach oben sind,
dann lassen wir sie jetzt ungefähr nochmal 5 Minuten drin köcheln bei niedriger Hitze und dann tun wir sie hier raus und dann machen wir unsere Soße. Also unsere Klopse sind jetzt gut, sage ich jetzt einfach mal, ich hoffe. Und dann holst du die einfach mit so einem kleinen Schaumlöffel raus und deswegen hat der unten eben so Löcher, ganz einfach. Und dann tun wir die jetzt einmal alle hier auf unseren Deckel und dann dürfen sie schon ein bisschen abtrocknen. Abtropfen, nicht abtrocknen. Müssen noch ein Handtuch daneben legen, dass sie abtrocknen können, die guten. Also, unsere Klopse stellen wir jetzt beiseite und jetzt machen wir unsere Soße. Und dafür nehmen wir den Dutch Oven hier einfach hier runter und füllen uns aber vorher noch ein bisschen Soße ab. Aber du kannst nicht was runterstellen und nachher was überkippen. Nee. Okay, füllen das Soße. Das fühle ich jetzt nicht. Ich fühle jetzt, dass ich da jetzt was abschöpfen muss. Also einfach ein bisschen Wasser für unsere Soße, für unsere, also die Brühe, die Klopsbrühe quasi. Stellen wir uns jetzt beiseite. Dann stellen wir den Dutch Oven erstmal beiseite. Den darf der Manuel dann nachher sauber machen. Die hat nämlich heute Tischdienst, habe ich beschlossen jetzt gerade. Freut er sich. Jetzt mach, komm. Begeistert ist er. Und jetzt stellen wir einen anderen Dutch Oven hin und machen unsere wichtige Soße, weil Königsberger Klopse ohne richtig leckere Soße ist natürlich nichts. Das ist einfach nur Klops. Jetzt haben wir hier unser Butter, unsere Butter, unser Butter und die, der, das Butter und die darf jetzt erstmal da drin schmelzen. Warum heißt die eigentlich die Butter? Jetzt haben wir das Problem wieder. Ja, weil es die Butter? Nee, das ist die Butter. Der Butter. Warum die Butter? Wird aus dem Käse gemacht und aus der Milch. Also es ist die Butter. Oh, das ist jetzt geil. Komm her, der war jetzt gut. Ja, gut. Von das Kuh. Was wir jetzt machen müssen, ist als allererstes eine Milchschwitze. Nimm einfach ein bisschen Butter. Also das ganze Rezept steht nochmal auf mgbarbecue.de, was du genau brauchst. Und dann machen wir jetzt hier aus unserer Butter und Mehl eine Milchschwitze. Unsere Milchschwitze ist jetzt soweit gut. Also sie wird jetzt leicht braun und so soll sie sein. Und jetzt gießen wir das Ganze mit der Brühe auf. Und machen dazu daraus eine richtig leckere Soße. Immer schön rühren. Und zwar bis sie von der Sämigkeit her genauso ist, wie du sie magst. Und jetzt müssen wir die natürlich nur abschmecken. Also in die Soße kommen ja, so halbe Handvoll Kapern rein. Kapern sind wichtig. Immer wieder rühren. Mein Papa, Geheimrezept, macht immer, fast immer ein bisschen Zucker rein. Nicht zu viel, so ein halber Teelöffel ungefähr. Und ein bisschen Knoblauchgranulat, auch nicht so viel. Und ganz wichtig, ein Schuss Zitrone. In den Topf und außenrum. Hier sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld bei uns. Ich brauche den Deckelhuber, da ist er. Und jetzt nehmen wir unseren Dutch Oven runter von der Hitze. Weil heiß ist es auf jeden Fall. Und da drin kommen jetzt unsere Klopse. Dann werden sie einmal durchgemengt. Und dann machen wir es immer so. Wir schließen jetzt den Deckel nochmal. Hitze ist genug drin. Warten noch ein paar Minuten. Und dann richten wir uns jetzt hier noch einen schönen Teller her. Wir machen noch ein schönes Foto für Instagram, falls du uns noch nicht auf Instagram folgst. Soll es spätestens jetzt ja sein, weil du hast ja eigentlich schon am Gewinnspiel dann teilgenommen. Wenn spätestens jetzt nicht, dann jetzt im Anschluss. Und dann steht der Manuel neben mir und dann wird geschmatzt. Ganz einfach. Königsberger Klopse, ratzifatzi gemacht und du machst es nach. Da bin ich. Hier bin ich. Ich will jetzt essen. Also ich habe ja gerade gesagt, wir essen nicht aus dem Teller. Doch, und wir essen aus dem Teller. Warum? Weil es einmal vom Teller her Königsberger Klopse am besten ist und einfach Kartoffel auch dazu kommt und das einfach sein muss. Und jetzt einen guten. Elips. Elips. Sehr geil. Einfaches, schnelles, liebevolles Gericht. Habe ich so noch nie so oft gegessen, aber ein paar Mal vielleicht, aber nicht so oft. Echt? Ich lieb's. Mega geil. Voll lecker. Früher haben wir die Kapern mit rausgemacht.
Mittlerweile esse ich die mit, weil es einfach lecker ist, dazugehört. Mm. Königsberger Klopse gehört für mich einfach dazu. Stück weit Kindheitserinnerung. Bei uns gab es es relativ oft. Ja? Mm. Mein Papa hat es immer perfekt gemacht. Und macht es mal so nach. Also mein Papa hat immer noch ein bisschen Zucker und ein bisschen Knoblauch reingemacht, so wie jetzt auch in diesem Rezept. Macht es einfach nach, schmeckt voll lecker. Einfach lecker, Kartoffeln dazu und fertig. Mehr braucht man nicht. Wir hoffen, dir hat das Rezept gefallen und du schaltest das nächste Mal wieder ein. Aber vorher an das Gewinnspiel denken, nicht vergessen, nur 24 Stunden online. Instagram hin, Bild angucken, sagen, was kostet, hierher zurückkommen, unten posten. That's it. Und dann brauchst du bloß noch PayPal und denjenigen, wo am nächsten dran ist, vom Warenwert, den schreiben wir dann quasi unter dem Kommentar. Du hast gewonnen, teile uns bitte deine PayPal-Adresse mit. Herzlichen Glückwunsch und dann überweisen wir den Betrag, der auf dem Kassenbon stand. Also, neues Video kommt immer am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Und ansonsten kommen noch Shorts, eine Menge Insta-Sachen, Stories, Bilder, wie auch immer. Wäre auch cool, wenn du uns da folgst. Und bevor der Manuel jetzt hier alles weggegessen hat, hau ich jetzt unseren Spruch raus. Wir sehen uns wieder, wenn es nächste Mal wieder heißt MG Barbecue. Oh Gott.